Kennen Sie vielleicht die Gefangene 27.000 und so viel? Kenne ich nicht. Sind Sie überhaupt jemals bis 1942 oder 45 bestraft worden? Nein, niemals. Auch nicht von der Gestapo? Nein, niemals. Haben Sie jemals eine Ahnung gehabt, dass es die Lage Auschwitz oder Ravensbrück gab? Nein. Wir wollen hören, was die Frau zu sagen hat, die sie wiedererkannt hat. Fräulein Bergmann, Sie haben die Ries einwandfrei erkannt. Ja. Ries war Oberkapo. Fräulein Ries, mit Bestimmtheit werden Sie auch hier wiedererkannt. Ich kenne Fräulein Bergmann nicht. Januar 1948 im Haus des Reichs, Bremen, Deutschland. Vernehmung. Anwesend Harold Oppenheim, Captain, Office of Military Government, Herr Alfred Göbel, Fräulein Feignan Bergmann, Fräulein Margarete Ries. Fräulein Bergmann, wo leben Sie gegenwärtig? In der Immigration Staging Area in Bremen. Und Sie erwarten dort Ihren Abtransport nach den Vereinigten Staaten? Ja. Ich bemerke auf Ihrem rechten Vorderarm die Nummer 27.335 eintätowiert. Ist das Ihre Konzentrationslagernummer? Ja. In welchem Konzentrationslager wurde die Nummer auf Ihrem Arm angebracht? In Auschwitz. Ich weise Sie auf Fräulein Margarete Ries hin und frage Sie, ob Sie sie jemals vor diesem Tage gesehen haben. Ja. Wann war das erste Mal, als Sie die Fräulein Gretel zum ersten Male sahen? Am 21. Dezember 1942. Und wo war das? Als ich im Lager Budi angekommen bin. Mit wem kamen Sie im Lager an? Mit meiner Schwester und einer Gruppe von 100 Personen. Wurde sie Oberkapo während der 6 Monate, als Sie noch da waren? Ja. Haben sich Ihre Handlungen geändert, nachdem sie Oberkapo geworden war? Nein, im Gegenteil. Sie hat zeigen wollen, dass sie diesen Rang verdient hatte. Haben Sie mit Ihren eigenen Augen gesehen, wie sie Insassen zu Tode geschlagen hat, nachdem sie Oberkapo geworden war? Damals hat sie meine Schwester zu Tode geschlagen. Noch einen Punkt, bevor wir zum Ende kommen. Wie war Oberkapo Gretels Ruf im Lager in Bezug auf SS-Männer? Sie war Häftling, auch eine Gefangene, aber eine Mithelferin, die der SS mitgeholfen hat, die Menschen umzubringen. Fräulein Ries, diese Vernehmung begann um 10.45 Uhr und es ist jetzt 13.40 Uhr, was bedeutet, dass wir dieses Verhör in etwas weniger als 3 Stunden geführt haben. Sie haben jedes Wort gehört, das hier gesprochen, was gesagt wurde, weil es auf Englisch und Deutsch übersetzt wurde. Ja. Bevor ich diese Sitzung schließe, möchte ich Sie fragen, ob Sie irgendeine Frage an Fräulein Bergmann stellen möchten oder etwas sagen wollen. Nein, vorläufig nicht. Sie haben Angst vor der Wahrheit. Nein. Wir haben Bilder von Ihnen in Auschwitz. Und ich glaube, Sie sind nah genug zu sagen, dass Sie nie in Auschwitz waren. Wollen Sie das sagen? Glauben Sie, ich bin ein Narr? Nein, das habe ich nie behauptet. Deshalb wissen Sie, wenn ich sage, dass ich Bilder von Auschwitz habe, dass das wahr ist. Sie waren sehr stolz, als Sie Oberkapo Gretel waren. Ich warte auf Sie. Meine Frage ist, waren Sie in Auschwitz? Ich war in Ravensbrück. Sie haben verdammt recht. Ich weiß nicht, wie Sie mit den russischen Offizieren gearbeitet haben, aber Sie können nicht einen amerikanischen Offizier zum Narren halten. Sie waren in Auschwitz und Sie waren dort jahrelang und Sie hatten eine gute Zeit, eine verdammt gute Zeit dort. Oh nein, das stimmt nicht ganz. Ja, es stimmt nicht ganz, weil Sie dort eine Gefangene waren. Das ist der Punkt, den Sie nicht gerne mögen. Denn wenn Sie keine Gefangene gewesen wären, dann wären Sie über den ganzen Platz mit den SS-Offizieren gelaufen. Wann sind Sie nach Auschwitz gekommen? Nein. In welchem Jahr? Ich bin 1943 nach Ravensbrück gekommen. Bis 45. Und wann waren Sie in Auschwitz? Sie haben gesagt, Sie waren in Auschwitz. Von wann bis wann? Ich kann doch nicht einfach so sagen, dass... Wann? Wann waren Sie in Auschwitz? 42. Welchen Monat? Wir...
Oktober 42. Erinnern Sie sich an dieses kleine Mädchen? Nein. Sie erinnern sich auch nicht an Ihre Schwester, die Sie erschlagen haben, weil sie eine unter vielen war. Glauben Sie, wir sind verrückt? Nein, ich möchte ja so reden, wie... Was man hier angegeben hat, das stimmt nicht ganz. Sie sind zuerst nach Ravensbrück gekommen, das war 1939. Ja. Sie waren in Ravensbrück von 1939 bis 1942, dann nach Auschwitz. Sie waren in Auschwitz von 1942 bis wann? 1943. Dann wieder nach Ravensbrück? Waren Sie Oberkapo? Nein, nein, da war ich Kapo. Haben Sie jemanden geschlagen? Ich gebe vielleicht zu, dass ich mit der Hand geschlagen habe. Denn wie gesagt, wir durften nicht schlagen. Wie viele Zugänge waren immer im Lager? Alle Viertel oder halbe Jahre kam ein neuer Transport raus. Wie viele waren es? Im Ganzen waren wir draußen 450 bis 600. Ausgewechselt wurde meistens das Judenkommando. Haben Sie jemals gesehen, wie jemand zu Tode geschlagen wurde? Nein. Sie taten es nie? Nein. Sind Sie später Oberkapo geworden? Ja. Und war es somit auch Ihre Aufgabe zu schlagen, als Sie Oberkapo wurden? Darf ich bitte mal was sagen? Beantworten Sie meine Frage, ja oder nein? Ja. Glauben Sie, dass Sie gern gesehen wurden? Ja, 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 das wusste ich. Dieses kleine Mädchen, das gesehen hat, wie Sie 5 Frauen töteten, liebte Sie auch. Das kann sie nicht behaupten. Dann hat sie gelogen. Ja. Gestern logen Sie, dass Sie jemals in Auschwitz waren. Ja. Warum soll ich nun glauben, dass Sie nicht wieder lügen? Wissen Sie nicht, dass Sie wegen Mordes angeklagt sind? Wissen Sie, was Mord ist? Ja, ja, das weiß ich. Aber in gewissen Sachen bin ich unschuldig. Wann wollen Sie die Wahrheit sagen? Ich sage immer die Wahrheit. Gestern waren Sie nicht in Auschwitz, heute sind Sie schon Oberkapo gewesen. Gestern habe ich gelogen. Ich sage Ihnen eines, Engel, verstehen Sie das deutsche Wort Engel? Ja. Wenn Sie nicht reden und schnell reden, werden Sie hängen. Das kann ich Ihnen versprechen, verstehen Sie? Hängen. Ja, das verstehe ich.